hier bist. Und schön, dass du mit mir zusammen dieses Rennen jetzt kommentieren möchtest. Ja, danke schön auf jeden Fall dafür. Ich freue mich auch echt, dass ich das Rennen jetzt mitkommentieren darf und mal echt gespannt, was da jetzt noch geht. Es ist der Kampf zwischen Casarino, Hofmann und Malakos. Die stehen auf den Positionen 1, 2 und 4. Malakos, der mit ein bisschen Pech in dieses Wochenende gestartet hat, muss einen Sieg eigentlich nach Hause fahren. Er muss vor Nicolas Casarino ins Ziel kommen. Wenn man als Fahrer unterwegs ist, hat man das im Hinterkopf? Ja, also auf jeden Fall, wenn man vor allem durch etwas Pech ein bisschen nach hinten gereicht wird, ist man in dem anderen Wertungslauf doch noch mehr mit Ehrgeiz motiviert und versucht dann auch echt alles zu geben. Für Malakos also die große Möglichkeit, das Ende dieser Meisterschaft noch positiv zu gestalten. Aber das gilt natürlich auch für Nicolas Casarino und für Gabriel Hofmann, die ebenfalls allesamt mit viel Pech in diesem Jahr ausgestattet waren. Tobias Eckenstahler als Drittplatzierter muss man so ein bisschen rausnehmen, hat natürlich auch jetzt seine Finger natürlich im Spiel in der zweiten Startreihe. Starke Leistung auch von Maxim Becker, der aus der Mikroklasse an diesem Wochenende aufgestiegen ist zu den Minis. Ist mit Sicherheit schwer, in eine neue Klasse hineinzufinden und gleich vorne mitzufahren, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt auch mein erstes Seniorjahr. Ich bin davor 3 Jahre lang Junior gefahren und es ist auf jeden Fall eine ganz andere Atmosphäre und neue Gegner, neue Herausforderungen. Und es ist auf jeden Fall noch mal was ganz anderes. Aber desto mehr Ehrgeiz man hat, desto besser wird es immer. Jetzt steht der Start unmittelbar bevor. Ich denke mal, die Stimmung, die wird noch einmal ja, richtig hochkochen. Der Puls wird hochgehen bei Nicolas Casarino. Es ist dunkel, auch hier wieder komplett veränderte Bedingungen. Wir sind noch im Hellen gestartet, eben mit dem ersten Wertungslauf. Jetzt werden wir gleich ins Dunkeln hineingehen. Ist es was anderes, im Hellen oder Dunkeln zu fahren? Ja, auf jeden Fall. Also die Strecke hat viel weniger Grip, es ist kälter. Es sind ganz andere Bedingungen, man muss viel mehr aufpassen im Dunkeln. Wir haben hier einige gute Starter und ich glaube, die werden das alle gut hinkriegen. Jetzt also gehen wir in Richtung Start, in Richtung die letzten 9 Minuten des Jahres 2022 in der Klasse Rotax Mini. Casarino und Hofmann in Reihe 1. Eckenstahler, Malakos in der zweiten Startreihe. Der Start ist jetzt freigegeben. Guter Start von Nicolas Casarino. Auch Eckenstahler kommt sehr gut weg. Wieder ein bisschen Pech für Christos Malakos, der mit Schwung jetzt versucht, zumindest seine 4. Position beizubehalten. Wenn man so ein bisschen aus diesem Schwung herausgekommen ist, wie schafft man es dann eigentlich wieder zurück, in diesen Tritt zu kommen? Also es ist natürlich nicht ganz einfach, wenn man eine Kurve oder den anderen auch Schwung verliert. Aber man muss halt dann auch die Fehler der anderen Fahrer so gut es geht ausnutzen und in den nächsten Runden zügig versuchen, wieder dran zu kommen. Und ich denke, das wird er schon hinkriegen. Vorne hat sich Nicolas Casarino erstmal wieder festsetzen können. Die ersten Meter liefen wieder pro des Deutsch-Italieners. Er hat sich von DJS Racing an der Spitze festsetzen dürfen. Dann ist es Gabriel Hofmann auf 2. Auch er hat ja berechtigte Hoffnungen noch auf den Meistertitel. Ein bisschen schwierig wird es. Er muss auf die Fehler der anderen hoffen. Aber ich glaube, als Fahrer will man natürlich, egal ob man noch Chancen hat, auf den Meistertitel immer ganz vorne stehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist immer so. Also wenn man an die Meisterschaft denkt und gerade an einem Rennwochenende ist, dann ist die Meisterschaft in dem Moment nicht so arg im Kopf wie das Wochenende, da man an dem Moment einfach nur seine ganze Leistung geben will und einfach nach vorne möchte. Wie wichtig ist eigentlich dieser Aufbau für einen Kartfahrer in der Mikro- oder Mini-Klasse zu starten, um halt auch den Werdegang im Motorsport zu machen? Also natürlich ist es immer sehr schwer, auch in den Mini- oder Mikroklassen gut mitzuhalten. Aber wie man sieht, sind das alles gute kleine Nachwuchstalente. Und wenn sie sich weiter so anstrengen, dann denke ich auch, dass aus denen mal was werden könnte. Nur bräuchte man halt auch das perfekte Team, wo ein mental und auch mit dem Kart aufbaut, damit man ein gutes Team wird und dass man auch allem vertrauen kann und dann, ja. Wir blicken natürlich immer wieder auch auf die Bilder. Wir sehen, dass Christos Malakos so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, musste jetzt auch Maxim Becker wieder ziehen lassen. Für ihn der Umstieg eben von Mikro zur Mini-Klasse hat das Ganze jetzt auf einem Wochenende direkt mal fabelhaft hinbekommen, hat im Qualifying, glaube ich, Platz 2 rausgefahren. Das ist mit Sicherheit nochmal so eine extra Motivationsspritze. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man weiß, was man schon alles erreicht hat und was man noch erreichen kann, dann gibt das wie noch so ein extra Selbstbewusstsein dazu. Wir kommen natürlich auch, wir blicken immer wieder auf die Renngeschehen. Wir sehen Nicolas Casarino
in Führung liegend. Ja, so langsam wird dann auch der Ton wieder auf der Strecke zurückkommen. Und jetzt haben wir es wieder. Niklas Casarino also vorne vor Gabriel Hofmann und Tobias Eckenstahler als Gaststarter. Naja, nicht ganz Gaststarter, aber eigentlich als einer der Piloten, die nichts mehr mit der Meisterschaft zu tun hat. Versucht man sich dann irgendwie rauszuhalten oder möchte man einfach das, sich da vorne mit einmischen? Ja, auf jeden Fall. Also raushalten möchte man sich da ganz und gar nicht. Also ich finde auch, der Tobias Eckenstahler macht das bis jetzt richtig gut. Er lässt nichts zu und er hält auch das Tempo ziemlich gut mit. Also ich finde das richtig gut, was er da macht heute. Für Casarino scheint das Ganze hier keine Spazierfahrt zu werden. Das mit Sicherheit nicht. Während es jetzt auch noch eine 3 Sekunden Zeitstrafe gegen Christos Malakos gibt. Wenn man das als Fahrer auf der Strecke sieht, man sieht ja diese Einblendung, Plus 3 und seine Startnummer. Was geht da einem durch den Kopf? Ja, also im ersten Moment denkt man halt, das ist jetzt natürlich doof gelaufen und man ärgert sich darüber. Trotz allem versucht man dann trotz allem im Rennen immer trotzdem noch weiter alles zu geben, weil wie ich gemerkt habe, in meinem Rennen gab es die schwarz-weiße Flagge und das hat mich dann schon ein bisschen geärgert, weil ich dadurch verwarnt wurde. Und, ja. Du hast ja auch lange vorne gelegen, warst diesem Druck ausgesetzt, irgendwie einen Fahrer hinter dir zu halten. Das ist ja auch nicht ganz einfach. Bereitet man sich mental auf so ein Wochenende nochmal zusätzlich vor? Ja, also man kann ja im Rennen kann ja natürlich immer alles passieren, man weiß nie, was passiert. Aber wenn man die Leistung von den Fahrern, wo man als Konkurrenten hat, gewohnt ist, dann kann man sich auf das auch mental drauf vorbereiten. Wenn du an so einem zu so einem Rennwochenende hinkommst, bist du dann auch nochmal irgendwie vorher zum Testen hier oder fährst du da blind hin und sagst, auch mal gucken, was da auf dich zukommt? Ja, also es kommt natürlich immer drauf an, wie weit es entfernt ist. Also gelegentlich gehe ich trainieren, aber wenn ich ja leider nicht trainieren kann, dann nutze ich die 2 Tage und schaue dann, was geht. Auch die jungen Fahrer, die jetzt hier auf der Strecke unterwegs sind, versuchen herauszufinden, was eigentlich geht. Beispielsweise Gabriel Hofmann hat jetzt in den letzten Runden immer wieder gesehen, dass er näher herankommt an Niklas Casarino. Das motiviert natürlich einen Fahrer. Hat man dann schon im Kopf, vielleicht guckt man sich da aus, wo kann ich vorbeifahren? Ja, auf jeden Fall. Also man, wenn man weiß, dass man der Person oder wenn man auch die gewissen Zehntel dann schneller ist dadurch, so wie man es gerade sieht, er ist ungefähr 2 Zehntel schneller wie der Führende, denkt man sich immer, oh, das könnte vielleicht doch noch was werden. Aber erstmal auch gucken, was hinten noch alles abläuft. Jetzt kommt der Angriff und er geht vorbei an Niklas Casarino. Also genau das, was du gerade angesprochen hast. Man hat es im Kopf, man möchte dran vorbei und dann setzt man halt irgendwo mal einen Angriff. Und jetzt muss man umdenken. Jetzt heißt es nicht mehr attackieren, sondern vielleicht sogar defensiv fahren. Ist das schwierig für einen Rennfahrer, dann umzustellen? Ja, also es ist nicht wirklich schwer, wenn man damit gut umgehen kann, dass man mal überholt werden, dass man überholt wird. Und auch mal, da muss man auch wieder gleich damit rechnen, dass man die Person, wenn man das Tempo mithält, wieder zurück überholen kann. Aber natürlich defensiv zu fahren, ist auch eine Kunst, die man aber auch als Rennfahrer drauf haben muss. Und die ersten gute, ja, was haben wir jetzt runter? 6 Minuten sind zu Ende. Es ist wieder der Kampf zwischen Casarino und Hofmann. Wie auch schon in Wittgenborn hat man auch andere alte Rennen. Während es jetzt das Überholmanöver gibt, da ist Maxim Becker gleich mal in die 2. Position vorgesprungen. Hat sich dort innen reingestochen. An dieser Stelle, dort unten, sehr, sehr typisch eigentlich. Und wenn man dann aus Sicht von Casarino gleich 2 Positionen verliert, eine Runde zuvor war er noch der Führende, jetzt nur noch 4. Ist man dann raus aus dem Tritt, muss man da erstmal wieder zurückfinden? Ja, auf jeden Fall, aber ich würde nicht sagen, dass er aus dem Tritt komplett draußen ist, weil jeder, also wir wissen alle, was für ein Talent die Fahrer haben, vor allem auch Niklas Casarino. Wenn er will, hat man ja auch im ersten Lauf gesehen, wie souverän er da den Sieg geholt hat. Ich würde mich jetzt an seiner Stelle davon nicht beeinflussen lassen und einfach weiter pushen. Hat sich auch gleich mal die 3. Position zumindest wieder zurückerobert, hat jetzt Maxim Becker wieder vor sich. Auch da darf man wieder sagen, mit was für einem Engagement er hier antritt, nachdem er in der Mikroklasse alles dominiert hat, ist eigentlich nie davon auszugehen, dass man auch in der darauffolgenden Klasse ganz vorne mit dabei ist. Aber Maxim Becker an diesem Wochenende auf jeden Fall ein Pilot, den wir beobachten dürfen. Und er greift jetzt sogar noch Gabriel Hofmann an, würde damit den aktuell Führenden dieselbige kosten. Und jetzt kommt der Angriff, ist da auf der Innenbahn und setzt sich vorbei und bringt sogar Gabriel
Gabriel Hofmann in Not und lässt Niklas Casarino mit vorbeiziehen. Und so schnell kann das gehen, dass Niklas Casarino halt wieder zurück im Kampf um diese Meisterschaft ist. Ist jetzt wieder vorbei an Gabriel Hofmann. Wird jetzt ja, Maxim Becker wieder versuchen, unter Druck zu setzen. Das ist die große Frage. Oder weiß er oder denkt er sich im Kopf, ach, so schlimm ist das nicht. Meine Konkurrenten sind hinter mir. Ja, also ich denke, in dem Rennen, wo man gerade fährt, ist man mit dem Kopf auch nochmal wo ganz anders. Ich denke, für ihn ist es das klare Ziel. Ich möchte einfach nach vorne. Ich möchte versuchen, dieses Rennen zu gewinnen. Klar, der Hintergedanke ist dadurch, ich möchte noch so gut was versuchen, wie es geht, in der Meisterschaft zu dominieren. Und wenn er so weitermacht, wie er jetzt gerade fährt, dann wird das auch noch, könnten das gute Chancen füllen werden. Es sind nur noch wenige Minuten, nein, wenige Sekunden, 35 nämlich noch an der Zahl. Das heißt, wir gehen jetzt in die vorletzte Runde. Es ist die heiße Phase dieses Rennens für Christos Malakos, die Meisterschaft wohl gelaufen. Er wird es wohl nicht mehr werden. Die große Frage, schafft es Niklas Casarino? Er ist nur wenige Punkte hinter Malakos hierher gereist, hat dann die Tabellenführung übernommen im ersten Wertungslauf und ist jetzt auf dem besten Wege, hier diesen Lauf ebenfalls zu gewinnen. Und weißt du, wer uns fehlt? Es fehlt uns Gabriel Hofmann. Zwei Runden vor Schluss taucht Gabriel Hofmann hier bei Start und Ziel nicht mehr auf. Für ihn also ebenfalls die Meisterschaft gelaufen. Und damit ist eigentlich schon fast sicher, dass Niklas Casarino dieses Rennen hier und damit auch den Kampf um die Meisterschaft für sich entscheiden kann. Und ich denke, als Fahrer ist das der Traum, den man sich eigentlich vorstellt, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich ein ganz gutes Gefühl. Schade an der Stelle auch für Gabriel Hofmann, der natürlich auch über das ganze Rennen über sehr gut gekämpft hat und auch sehr gut mitgehalten hat. Schade für ihn, aber so ist es nun leider mal im Rennsport. Ja, es ist halt das Rennen, das zu Ende ist, wenn Schwarz-Weiß kariert fällt und eben nicht zwei Runden vorher. Was auch immer da passiert ist, wir haben es nicht im Bild gesehen, weil Gabriel Hofmann taucht hier bei Start und Ziel halt nicht mehr auf. Und wir gehen jetzt in die letzte Runde hinein. Maxim Becker auf dem Weg, seinen ersten Rennsieg in der Miniklasse zu feiern, bei seiner ersten Veranstaltung in der Miniklasse. Und das gleich gegen Konkurrenten wie Niklas Casarino, Tobias Eckenstahler, Christos Malakos, Gabriel Hofmann und wie sie alle heißen. Das motiviert natürlich einen Fahrer und wird mit Sicherheit dann für nächstes Jahr wieder ein Talent mehr in der Rotax-Miniklasse mit sich bringen. Es sind die letzten Meter und jetzt, glaube ich, wird es Niklas Casarino langsam bewusst, dass er diesen Kampf um die Meisterschaft in der RMC Clubsport 2022 gewonnen hat. Gratulation auch an Maxim Becker, der diesen Lauf hier gewinnen kann vor Niklas Casarino. So schnell kann es gehen, so schnell gehen 9 Minuten um. Als Fahrer mit Sicherheit noch mal schneller als Kommentator. Aber wie hat es dir gefallen? Ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Rennen. War richtig cool mit anzusehen. Auf jeden Fall ein cooles Erlebnis für mich, dass ich auch mal mit dabei sein durfte. Glückwunsch an Niklas Casarino, natürlich auch an Maxim Becker für sein Rotax Minimax-Debüt. Auf jeden Fall richtig cooles Rennen. Vielen Dank, Leo Langwurz, dass du mitgemacht hast. Danke, dass du bereit warst, einfach auch mal auch über deinen Schatten hinauszuspringen. Ist ja keine alltägliche Situation. Es gehört einfach dazu. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und vielen Dank auch an die Piloten, die uns diesen spannenden Lauf ermöglicht haben. Und wir freuen uns dann gleich natürlich um 20.50 Uhr in etwa 2 Minuten auf die T4-Klasse blicken zu dürfen. 11 Minuten plus eine Runde. Das Ganze dann in wenigen Minuten.